Hallo und willkommen zurück zu Turmoil! Wir sind jetzt heute wieder mit dabei und wir müssen jetzt unbedingt eine Runde starten. Und ich sage es von vornherein, wenn wir heute wieder so viel Spielagestrafen kriegen, das war schon echt krass. Das war echt krass, die Spielagestrafen letztes Mal. Dann gibt es für den Top-Kommentar 10 Euro Paysafe-Card oder was auch immer, kann sein, dich dann aussuchen. Also Kommentar auf jeden Fall schreiben. Ey, diese Spielagestrafen, die waren so krass. Wir dürfen nicht mehr so viel nach Öl bohren. Das ist Wahnsinn. Sonst kommen wir noch in den Knast. So, wir gucken jetzt. Wir müssen als erstes hier, wir müssen uns Land kaufen. Hier am Rathaus war das. Landauktion. Und dann gucken wir mal, wo gehen wir denn heute hin? Wo gehen wir heute? Die suchen sich das aus. Ich würde sagen, wir haben letztes Mal so gut in den Alpen performt. Wir gehen direkt daneben an in die Alpen. Da ist bestimmt richtig was los. Da ist bestimmt richtig was los. Wir können hier hinten, können wir jetzt noch Pferde größer machen und Geld sparen und so. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt noch nichts. Nee, Darlehen auf gar keinen Fall. Was können wir hier kaufen? Die Tiefe. Da haben wir noch nicht genug für, dass sich das überhaupt lohnt. Schnelligkeit brauchen wir auch nicht. Den Maulwurf, den hätte ich halt schon sehr gerne, ne? Komm, wir kaufen uns diesen scheiß Maulwurf. Dann geht's los. Wir fangen jetzt an zu bohren. Wenig Geld. Ich kann etwas. Oh, wir haben zu wenig Geld. Ja, komm, holen wir uns einen Taui. Wunderbar. Wir brauchen 2000. Jetzt habe ich zu viel Geld ausgegeben. Du hast Bargeld. Hä? Ja, ich habe mir doch bei dem Darlehen geliehen. So, bam. Bist du bereit? Okay, ich brauchte nicht so viel ausleihen. Okay, dann ist das so. So, wir haben jetzt einen Maulwurf. Und den Maulwurf können wir jetzt einfach... Klick auf eine Stelle am Boden. Der Maulwurf wird diesen Punkt aufdecken. So, wir fangen hier an. Aber nicht nur den, oder? So, wir müssen uns aber dann hier bei allen zwei Wünschelroutengänger... Ich dachte, der Maulwurf gräbt sich immer weiter. Doch, der gräbt sich immer weiter. Oh, ich dachte jetzt schon, wir hätten einen riesen Fehler gemacht. So, wir müssen jetzt gucken, wer der Rechte findet als erstes was. Komm, are you ready? Komm. Einer muss das finden jetzt hier. Hallo, wir haben noch keine Zeit jetzt hier, um so viel Spürkes zu machen. Was soll das denn? Der Maulwurf hat auch bisher nichts gefunden. Zack. Puff. So, da hinten noch ein Turm hin. Oh, bitte sagt, der zapft noch. Ach, das ist doch wieder eine Frechheit. Das ist doch wieder die Frechheit des Tages. So, wir holen uns Pferde. Batsch. Wir gehen beide jetzt hier hinten verkaufen. Wir holen noch zwei Pferde, weil wir dürfen keine Spielagestrafe kriegen. Sonst kriege ich hier von euch ja richtig Ärger. Wir graden die aber auch direkt ab. Komm, verkauf das. So, wir graden das ab. Dann geht es jetzt richtig zügig direkt voran. So muss das nämlich sein. So, wir holen uns auch direkt noch einen neuen Wünschelroutengänger. Der Maulwurf hat nichts gefunden. Komm, wir schmeißen noch einen Maulwurf hier hin. Und dann gucken wir mal, ob der Maulwurf was findet. Sehr schön. Wir haben jetzt ganz viele Pferde. Wir machen als erstes Pferde. Dann können wir das hier alles verkaufen. Guck mal hier. Zack, zack, zack. Ach, die stehen da rum. Ja, dann können die auch nichts verkaufen. So. Oh nein, da vorne kommt schon gleich Spielagestrafe wieder. Oh nein. Oh, guck mal da unten. Da müssen wir hin. Ja, da müssen wir hin. Das machen wir jetzt gleich. Wir bauen aber keinen Turm mehr. Fahr, Junge. Fahr, Spielage. Scheiße, wir kriegen Spielagestrafe. Wir haben Spielagestrafe gekriegt. Ah, scheiße, der Zehner, der gehört jetzt irgendwem. Naja. So ist das. So ist das im Leben. So, wir kaufen Pferde. So, jetzt kann uns hier nichts mehr passieren. Wir bauen jetzt hier noch einen Turm hin. Und dann gehen wir hier rein. Ich hoffe, das ist eine große Quelle, dann brauchen wir nicht so weit. Weil die Quelle ist nämlich jetzt gleich leer. Deswegen setzen wir hier einen Maulwurf hin. Weil die Quelle... Ah, scheiße. Die Quelle ist leer. Das ist auch nur eine kleine Quelle.
Also eine Riesenquelle ist das jetzt nicht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall noch was finden. Und wir müssen hier auch noch was finden. Hier muss irgendwo noch was sein. Das ist ganz wichtig. So, wir müssen aber jetzt auch noch ein Silo. Das vergrößern wir direkt. Also hier wird jetzt... Doch, aktuell können wir noch verkaufen für 90 Cent. Für 90 Cent kann man noch verkaufen. Das ist noch gut. Noch einmal alles verkaufen. Und damit wir hier noch ein bisschen Kohle reinkriegen. Aber ich würde sagen, ab jetzt packen wir alles ins Silo rein. Alles ins Silo. Wir haben eh nichts mehr, ne? Wir haben keinen Wünschelroutengänger mehr aktiv, oder wie? Der Maulwurf, der muss doch hier was finden. Ich bitte dich. Ich war so ein Fan von diesem Maulwurf. Und jetzt so. Und jetzt macht der Maulwurf diesen. Ja, dann machen wir hier noch einen Wünschelroutengänger. Irgendwo muss ja noch was sein. Also hier müssen doch überall noch Ölquellen sein. Ansonsten bohren wir einfach wieder auf gut Glück wie beim letzten Mal. Letzte Folge hat das super geklappt. Aber das können wir nicht jedes Mal bringen jetzt. Aber da haben wir natürlich auch echt Kohle, Kohle geschöffelt, ne? So, wir graden das hier noch ab, damit das hier ein bisschen flotter geht. Ja, natürlich auch viel ausgegeben für die Pferde und alles, ne? Ich glaube, ich setze hier unten noch einen Maulwurf ein. Oh, hier ist was. Wunderbar. Ich hoffe, das ist hier auf der Höhe. Wir brauchen unbedingt diese Zweigungen. Dann sieht das nicht mehr so komisch aus. Da ist es, da ist es. Ich habe es auch direkt gefunden. Oh, das ist ein Riesending, glaube ich. Also ein kleines Ding ist das auf jeden Fall nicht. Da habe ich schon größere. Wir müssen hier einen Maulwurf einsetzen. Hier muss ein Maulwurf hin. Wir graben hier schon mal auf gut Glück so runter. Hier muss irgendwo was sein. Hier muss irgendwo muss hier was sein. Ganz eindeutig. Und wir gehen jetzt hier links verkaufen. Wir müssen hier links verkaufen gehen. Geht alles verkaufen, meine lieben Pferde. Ja, guck mal hier. Hier ist... Ah, scheiße. Hier ist Öl. Hier ist Öl drin. Hier ist Öl. Wunderbar. Das, das. Oh, das könnte eine Riesenquelle werden. Das könnte eine Riesen... Oh, das ist eine Riesenquelle. Das ist eine Riesenquelle. Da bauen wir... Wie viel kostet das? 500? Bauen wir gleich runter. Da müssen wir runterbauen. Das ist ja eine Riesenquelle. Das scheint aber auch eine Riesenquelle hier zu sein, ne? Sollen wir noch einen zweiten Öl... Komm, wir bauen noch einen zweiten Öldings hier runter. Ja, ja, die kommen ja schon, die Pferde. Die Pferde kommen schon. Oh, da unten ist auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die müssen jetzt aber rechts verkaufen gehen. Rechts wird teurer. Ihr müsst auf jeden Fall verkaufen. So, ich muss das hier upgraden. Ja, die machen zuerst, müssen wir das hier leer machen. Das geht nicht anders. Boah, wir haben hier so viel Öl. Wir haben hier so viel Öl. Das ist der Wahnsinn. Wir haben so viel Öl hier. So, jetzt ist das auch fertig. Jetzt geht's hier ab. 1,24 Euro. Boah, jetzt schaffen wir Kohle. Ich bin mir unsicher. Sollen wir noch einen Turm bauen? Ob das noch geschafft wird? Das wird noch geschafft, glaube ich. Das wird noch geschafft. Wir holen uns das auch noch. Ich meine, hier sind zwei drin. Hier ist noch einer. Wir bauen das einfach. Boah, wir haben so viel Kohle diese Runde. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der Preis, der spielt auch gerade voll mit, ne? Der Preis, der ist mittendrin. Wir haben jetzt 1,46 Euro dafür. Ey, das wird eine Mega-Runde. Da machen wir richtig viel. Wir machen gerade richtig viel Kohle. Wir machen gerade richtig, richtig viel Kohle. Ich glaube aber nicht mehr, dass es sich lohnt, den hier noch abzugraden. Weil so schnell kommt er da gar nicht mehr an. So schnell kommt er leider gar nicht mehr an. Da hätten wir lieber zu dem hier noch bohren sollen. Aber das geht nicht. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Aber ist nicht schlimm. Die 350 plus die Strecke 600, die kriegen wir auf jeden Fall mit dem Ding wieder rein jetzt über den letzten Monat. Das ist der Wahnsinn. Also so viel hatten wir echt noch nie. Das ist krass. Das ist krass. 1,38 Euro. Alles schön verkaufen gehen. Wir haben besonders 23.000. Und wir haben nicht viele Spielasestrafen. 500 oder sowas. Also ist gar nicht schlimm.
Leco Funny, wahrscheinlich ist aber hier hinter meiner Cam ist wahrscheinlich noch alles voll mit Öl. Da müssen wir mal gucken. Ey, wir saugen da ja raus wie ein junger Weltmeister. Das ist doch der Wahnsinn. Hast du, wir hätten hier zu dem gehen sollen, da hätten wir auf jeden Fall noch viel mehr rausholen können. Aber egal, schaffen wir die 30.000 noch? Das wäre der Wahnsinn, wenn wir die 30.000 noch schaffen. Ich glaube aber nicht. Ja, guck mal, hier unten links. Ne, das ist nur ein kleiner noch. Ah, doch, hier, oh, hier ist noch ein großer. Aber, das ist auch ein großer. Guck mal, da hätten wir ruhig noch hingehen können. Der große, der wäre nicht schlecht gewesen. 26.000 Euro haben wir plus gemacht. Wir haben insgesamt 6. Ey, das ist der Wahnsinn. Wir gucken mal, wir sind hier jetzt. Guck mal, die anderen. Ich sag, die Alpen. Ah, Mashallah, da solltet ihr hingehen in diese Alpen. Das ist der Wahnsinn. Wir haben ja so viel Profit gemacht. Und da können wir auf jeden Fall... Ach, guck mal, die Bar hat auf. Hey, willkommen in meiner Bar. Mach es dir bequem und misch dich unter das Volk. Vielleicht hat jemand ein interessantes Angebot für dich. Was kann man hier machen? Bei Writing kann der Preis noch besser sein. Für eine kleine persönliche Spende wird unser Preis für das kommende Jahr über 78 Cent bleiben. Okay. Ich kann dir für ein Jahr einen Rabatt von 50% auf diese saftigen Ölausrittsstrafen anbieten. Zahle mit nur etwas Geld und ich erzähle es niemandem. Wunderbar. Ey, das klingt doch gut. 50% auf Spielagestrafen, das ist wunderbar. Schreibt in die Kommentare, was wir uns kaufen sollen. Sollen wir uns beides kaufen? Ich glaube, beides macht auch schon Sinn zu kaufen. Das ist ja gar nicht verkehrt, glaube ich. Auch diese 78 Cent, dann läufst du nie Gefahr, dass der Preis zu niedrig ist. Und Spielagestrafen für $200 sollte man sich auf jeden Fall kaufen. Wir müssen größere Wagen holen. Herdengröße, müssen wir mal gucken. Schreibt mal rein, was wir uns holen sollen. Wir haben das ja in der letzten Folge schon mal gemacht. Tiefe, Schnelligkeit, die Zellen, die Schnelligkeit vom Scanner. Wir können uns rein theoretisch jetzt alles kaufen. Wir müssen breitere Röhren können wir uns holen. Wir müssen aber das Darlehen müssen wir zurückzahlen. Ah, ist glaube ich zurückgezahlt. Naja, ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Resttag. Lasst ein Like, einen Kommentar da. Wie gesagt. Da gibt's halt dann was für einen Kommentar jetzt, ne? Ich hab's gesagt, Pech hab ich. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.